So, damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Eingangs bei der Tagesordnung gesagt haben, den Tagesordnungspunkt 16, wo es um die Fachförderrichtlinie Mobilität für Menschen mit Behinderung geht und dass auch da das von den Gebärdendolmetschern mit angeboten werden kann. Darf ich diesen Punkt jetzt aufrufen? Es ist lediglich ein Redner gemeldet. Herr Gilke, bitteschön. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, wir haben hier eine Vorlage, die ist, ich möchte mal sagen, klischeebehaftet. Wir alle kennen das Klischee von Bürgern, die da oben. Wir Stadträte, wir sehen uns nicht als die da oben. Der Bürger jedoch, der sagt sich, ihr entscheidet irgendetwas, das bewirkt sich auf mich aus, ihr seid die da oben. Und dieses Klischee haben wir jetzt ein bisschen mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen müssen. Wir haben hier eine Vorlage, da geht es darum, wir haben eine Situation, die passt schon, die funktioniert und die wurde überarbeitet. Warum auch nicht? Man kann ja mal etwas besser machen. Man ist zu einem Ergebnis gekommen und hat gesagt, man baut Bürokratie ab. Auch das ist eine feine Sache. Allerdings ist es die Gleichung Bürokratieabbau gleich Verbesserung jetzt nicht unbedingt so. Die Betroffenen haben nämlich geschrieben und da etwas Besonderes uns mitgeteilt, das möchte ich mal zitieren. Die Betroffenen möchten kein funktionierendes, im Sinne der Menschen mit Behinderung ziemlich einzigartiges System gegen eine Fachförderung eintauschen. Eine Verschlechterung zum bisherigen System ist zu erwarten. Nun, wenn man so etwas hört von Leuten, die es betroffen sind, dann fragt man sich, warum sollte man das jetzt beschließen? Das haben wir in unserer Fraktion auch gefragt und haben festgestellt, nein, das ist nicht gut. Nur weil es ein Bürokratieabbau ist, ist es nicht automatisch besser. Die, die es betrifft, die sagen, das ist nicht gut, wir wollen es nicht haben. Und demzufolge wird die AfD-Fraktion dieses ablehnen. Und wir laden Sie ein, nicht die Brechstange zu nehmen und sagen, Sie sind die da oben, sondern orientieren Sie sich daran, was die Bürger wollen, orientieren Sie sich daran, was die Betroffenen wollen und lehnen es ab. Vielen Dank. Wird weiterhin das Wort gewünscht, Frau Apel, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, also das muss ich jetzt schon einmal richtigstellen. Es gibt bisher ein Abrechnungssystem für die Beförderung, für den Schwerbehindertenbeförderung mit Wertemarken. Diese Wertemarken werden händisch sozusagen ausgeteilt. Diese Wertemarken gibt man dann ab, wenn man in das Fahrzeug steigt und das wird dann entsprechend abgerechnet. Jetzt soll dieses Verfahren anders gestaltet werden. Das Ziel ist unter anderem, den Nutzerinnenkreis zu erweitern, mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, eine Beförderung zu erhalten, die eben nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können. Es ist richtig, es wurde sehr heftig und sehr umfangreich darüber diskutiert. So haben die Betroffenen geäußert, dass sie große Sorge haben, ob sie bei der Überführung in das neue System zukünftig auch ihre Leistungen, die sie bisher erhalten haben, weiterbekommen. Aber sie haben sich auch geäußert, dass sie die Neuausrichtung durchaus mittragen. Ihnen ist es aber wichtig, dass sie ihre Leistungen weiterbekommen. Und darüber konnten wir jetzt ja noch gar keine Aussagen treffen. Wir wissen nicht, wie viele Menschen wird es jetzt noch geben, die diese Leistungen nutzen wollen. Und wir haben uns sehr gründlich nach dem Motto nicht über uns, ohne uns mit den Menschen zusammengesetzt und haben darüber diskutiert. Und daraus ist entstanden, das, was der Beirat für Menschen mit Behinderungen beschlossen hat und was der Sozialausschuss übernommen hat, bereits nach einem halben Jahr zu gucken, hat das funktioniert? Ist der Nutzerinnenkreis wirklich erweitert worden? Funktioniert das mit der Abrechnung? Ist die Sorge der Anbieter
zum Beispiel, dass die Fahrerinnen und Fahrer der Fahrzeuge mit Geld nun umgehen müssen, anstelle mit Wertmarken, ist das in Ordnung? Geht das so? Nach einem halben Jahr ist die Beauftragte für Menschen mit Behinderung und Seniorinnen beauftragt, gemeinsam mit der Stadt AG, also denen, die unmittelbar die Betroffenen sind oder die Verbindung zu den Betroffenen haben, zu schauen, hat das System funktioniert, um es eventuell nachsteuern zu können. Das ist die Wahrheit und das wurde sehr ausführlich diskutiert und deswegen stimmt die Linke natürlich auch dieser Vorlage zu. Mit dieser wichtigen Ergänzung der Evaluation oder der Überprüfung bereits nach einem halben Jahr, denn die Erweiterung der Nutzerinnen, das kann ja eigentlich nur unser aller Anliegen sein. Danke. Jetzt hat sich Frau Wendt gemeldet. Bitte schön. Ich möchte gar nicht allzu viel jetzt dazu sagen. Frau Apel hat das auch ganz prima zusammengefasst, hat das auch sehr, sehr schön wiedergegeben, wie das eigentlich im Ausschuss für Menschen oder Beirat für Menschen mit Behinderungen abgelaufen ist. Wir unterstützen diese Vorlage sehr. Aber die Sorgen, die die Menschen mit Behinderungen dort geäußert haben, waren sehr, sehr glaubwürdig. Und deshalb haben wir die Ergänzung eingefügt, die dankenswerterweise der Sozialausschuss auch wirklich übernommen hat. Diese Diskussion mit über uns und unter uns und neben uns, gut, also kann ich in keinster Weise verstehen und auch nicht nachvollziehen. Ich möchte bloß die Chance gleich nochmal nutzen, das Thema Evaluation klarzustellen. Uns geht es natürlich nicht um eine wissenschaftliche Evaluation. Wäre das jetzt, dass ich ja keine falschen Erwartungen wecke, weil das wäre ja ein Kosten-Nutzen-Faktor gleich null. Das würde ja noch mehr kosten, als vielleicht die Menschen dann ja einen Vorteil hätten. Es geht darum zu gucken, wo gibt es die Knackpunkte, wo gibt es die Reibungspunkte und wo können wir dort gegensteuern? Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Die CDU unterstützt natürlich diese Vorlage. Wir setzen uns immer ein für Menschen mit Behinderung und Benachteiligung. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Das sehe ich nicht. Dann stimmen wir über den federführenden Ausschussbericht ab. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltung. Ja, 12 Nein, 4 Enthaltungen, damit so beschlossen. Wir kommen damit zu den Punkten ohne Debatte. Ich darf zunächst den Punkt Nummer 5 aufrufen, Anpassung der Elternbeiträge. Hier den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung stellen. Wer den zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? 64. Dann einstimmig mit 64 Ja-Stimmen beschlossen. Wir kommen